Mache jetzt ein neues Video zu dem Zodiac-Fall, weil ich jetzt mich nochmal daran gesetzt habe, weil ich ja dann ziemlich genau wusste, dass Armstrong Zodiac kannte und ihn beschützt hat. Aufgrund dessen habe ich mir das Buch wieder zur Hand genommen. Eigentlich wollte ich etwas in den Armstrong betrachten, aber wie ich feststellen musste, nach dem dritten, ich glaube das dritte oder vierte Mal, dieses Buch durchgehe, habe ich tatsächlich weitere Ungereimtheiten festgestellt. Ich habe festgestellt, dass es nicht nur auf der Holzplatte eine Namensliste gab, sondern bei Darlene Farren war das, glaube ich. Bei ihr gab es auch eine Namensliste. Sie wurde auf einem Briefumschlag gefunden. Das wurde aber von der Polizei ignoriert. Und dann habe ich noch festgestellt, dass tatsächlich, habe ich nochmal nachgelesen, die männlichen Opfer haben den Frauen sogar gesagt, beide, also Mike Majors und Brian Hartnell, haben beide den Frauen gesagt, wo sie hinfahren sollen. Weil ich aber die Vermutung geäußert habe, dass Zodiac sie angerufen hat, sie bedroht hat und sie wussten, was auf sie zukommt. Jetzt habe ich da einen weiteren Beweis gefunden oder einen Indiz gefunden dafür. Jetzt geht es um Folgendes. Erinnert euch, dass im Film zum Beispiel Zodiac bei dieser Fernsehsendung angerufen hat, nicht wahr? Mit den Moderatoren Melvin Belli und Jim Dunbar. Genau. Die beiden sollten ja dann in der Sendung sein, wenn Zodiac anruft. Ich habe mir das nochmal durchgelesen und ich werde jetzt meine Theorie dazu äußern, was dort passiert, also wirklich passiert ist bei dieser Situation. Also, es geht jetzt um Zodiacs Anruf in der Channel 7 Talkshow. Im Buch heißt die Channel 7 Talkshow. Okay. Da ist mir klar geworden, Zodiac hat, bevor er angerufen hat, Zodiac hat ganz speziell nicht wahllos Melvin Belli ausgewählt. Er wusste, Belli liebt die Aufmerksamkeit. Der ist ruhmsüchtig und der würde mitspielen. Für Belli war Zodiac das perfekte Mittel, um im Rampenlicht zu stehen, ohne die Frage nach der wahren Identität zu stellen. Die Person, die anrief und bekannt gab, in der Sendung anzurufen, das war tatsächlich Zodiac, weil der Polizist, der den Anruf in Oakland entgegennahm, sagte, die Stimme, er war sich sicher, das war Zodiac und die Stimme in der Sendung waren andere. Wie gesagt, also Zodiac wusste, Melvin Belli ist ruhmsüchtig und er würde mitmachen, weil für ihn Zodiac ein gutes Mittel ist, um in der Öffentlichkeit zu stehen. Für den Anruf in der Sendung benutzte Zodiac eine andere Person, nämlich den Insassen einer psychiatrischen Anstalt. Das war sozusagen der Köder für Belli, dem wiederum nur eines interessierte, mit Zodiac berühmt zu werden. Eine Tatsache, der sich Zodiac bewusst war und sie ausnutzte. Belli ist sozusagen Zodiac auf den Leim gegangen und da war auch noch selber dran schuld. Ein Indiz dafür, dass die Person, die der Sendung anruft, nicht Zodiac war, ist, dass die Person sagt, ich werde diese verdammten jungen Leute umbringen. Er erwähnt nur junge Leute, er sagt nichts über Kinder und Busse. Das ist ein Indiz dafür, dass er also nicht wusste, was wirklich passiert ist. Er wusste nicht von der Busdrohung und den Kindern, wusste er nicht. Weitere Besonderheiten zum Anruf in der Sendung. Die Person, die in der Sendung anrief, legte nach kurzer Zeit wieder auf und dann gleich wieder, um gleich, dann gleich wieder anzurufen. Dieses Verhalten diente wohl dazu, den Anruf nicht zurückverfolgen, dass der Anruf nicht zurückverfolgt werden konnte. Einen Anruf konnte dann zurückverfolgt werden und es stellte sich heraus, dass die Person war eine psychisch gestörte Patient des Nippa State Hospitals. Da gibt es einen Widerspruch. Und zwar ist ja die Person, die in der Sendung anruft, eine psychisch kranke Person, die aber auf der anderen Seite wusste, wie man so anrufen musste, dass der Anruf nicht zurückverfolgen werden konnte. Auf diesen Widerspruch hat sich niemand hat immer gedacht, hat sich niemand darum gekümmert, hat keinen interessiert. Weil erstens müsste die Person diesen Fakt erstmal wissen und zweitens müsste die Person die Zeiten wissen, wo sie es unterbrechen muss. Die Frage steht auch, warum wir das gemacht hat. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Also ich kann das nicht so genau erklären, wie er das gemacht hat. Weil zum einen ist er die psychisch kranke Person, die man den Anruf nicht zurück, wie man den Anruf nicht zurückverfolgen kann. Also die hatte das geistig sicherlich nicht hinbekommen. Jetzt stellt sich die Frage, wie hat Zoe das gemacht? Also dass der psychisch Kranke anrief und immer die Verbindung gebrochen wurde. Wie hat er das gemacht? Das kann ich nicht so genau sagen. Das einfachste Bild, was ich dazu habe, ist, dass Zodiac in eine psychische Anstalt gefahren ist, sich einen Patienten genommen hat und mit ihm zum Telefon gegangen, dass die beide am Telefon gemeinsam gestanden haben und jedes Mal, wenn die Zeit dran war, aufzulegen, hat sie dann auf diesen Klicker drauf gedrückt zum Auflegen. Und dann hat er dem Team gesagt, er soll wieder anrufen. Was Besseres fällt mir jetzt noch nicht dazu ein. Bei der Situation, als Zodiac in der Sendung anrief, gab es ja zwei Leute. Melvin Belli und Jim Dunbar. Das ist mir jetzt erst was aufgefallen. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Also
Manchmal ist es so, dass man erstmal andere Themen abarbeiten kann, damit man sich auf was anderes konzentrieren kann. Ist mir jetzt aufgefallen bei Jindamba, nämlich das Folgendes passiert. Auf Seite 182 stellte Dunbar eine Frage, die einfach übergangen wird. Auf Seite 184 steht, nur Jim Dunbar ging nicht hin, nachdem ihn der ganze Zirkus zu nerven begann, also wegen Zaudeck und so. Meine Theorie ist folgende. Könnte es sein, dass Dunbar nicht involviert war in die Zaudeck-Situation, wie die Polizisten ihn beschützt haben? Und deswegen hat er eine Frage zu viel gestellt oder man hat ihn dann deswegen aus dem Verkehr gezogen, weil er für die Situation als nicht nur wieder eine Gefahr dargestellt hat. Bestand die Gefahr, dass er da nicht involviert ist, das Ganze zu kippen bringt. Denn folgende Frage steht dann nicht im Raum. Gab es eine Verbindung zwischen Zodiac und Bailey? Bailey war ein Staatsanwalt. F. Lee Bailey hatte immerhin den Bürger von Boston verteidigt. Deswegen hat sich Zodiac vielleicht für den interessiert. Denn Jin Dunbar hat folgende Frage gestellt in der Sendung. Haben Sie schon mal versucht anzurufen? Als Mr. Bailey vor 2, 3 Wochen hier in der Sendung war, Zodiac sagt ja, warum wollen Sie mit Bailey sprechen? Und da unterbricht ihn Melvin Bailey. Und das wird nie wieder angesprochen. Sofort vorbei. Denn solche Zusammenhänge sollen natürlich nicht rauskommen zwischen Zodiac und der Polizei. Und da halt Jin Dunbar anscheinend ein Außenstehender ist und nicht involviert ist in die Situation, eine falsche Frage gestellt hat, wurde er dann aus dem Verkehr gezogen, schrittlich von Töten, aber naja. Das war die Frage mit dem Wie ist ein bisschen schwierig zu erklären. Da stellt sich die Frage, warum macht Zodiac das? Mit dem, also einen Patienten einer psychischen Klinik zu benutzen für diesen Anruf in der Sendung. Vielleicht damit Zodiac keine kritischen Fragen beantworten muss. Aufbau einer Figur. Verschleierung der wahren Identität. Und Zodiac wusste auch, dass die psychische Struktur dieser Person, die anruft, Gesprächsthema sein würde. Die würde alles vereinnahmen. Da wären keine anderen Gespräche möglich gewesen. Ich habe da noch was zu sagen zu dieser Situation, als Zodiac mit dieser Fernsehsendung angerufen hat. Ich habe es mir nochmal genau angeguckt. Mein Gehirn zermartert und jetzt habe ich noch was dazu zu sagen. Erstens einmal ist es ja so, wenn Zodiac bei sowas anruft, ja, müsste der Polizei eigentlich klar sein, dass er das von Anfang an geplant hatte. Das heißt, Zodiac hat vorsätzlich gehandelt. Es war ja seine Idee und der Polizei hätte klar sein müssen, dass Zodiac mit so etwas ein Ziel verfolgt. Nämlich das, was er früher schon gemacht hat, anlocken und ins Leere laufen lassen. Er hat ja wieder angelockt. Sie haben gedacht, sie haben einen Anhaltspunkt, aber es war nichts. Zodiac hat ja durch sein Verhalten emotional in der Gesellschaft etwas aufgebaut, ja. Er wurde bekannt und Angst führt oft zu irrationalem Verhalten. Also man hat, das führt dazu, dass man weniger nachdenkt, sondern eher den Gefühlen nachgeht und vielleicht im Affekt handelt. Außerdem hat Zodiac ja fast nie irgendwelche Anhaltspunkte zurückgelassen oder Beweise oder so. Die Sendung wäre der einzige Hinweis gewesen. Also irgendwie der einzige Indiz zu Zodiac. Und deswegen ist man halt bei dieser Sendung auch so auf ihn eingestiegen. Weil Zodiac hat ja mehrere Menschen getötet, ohne Spuren zu hinterlassen. Deswegen hatte man vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, mit der Sendung vielleicht ihm etwas näher zu kommen. Aber da ist mir noch was klar geworden. Da der Anruf in der Sendung nach der Ermordung vom Taxifahrer stattfand, gehört die Situation des Anrufs in der Sendung zu dem, was Zodiac mit der Hilfe des Stoffes des toten Taxifahrers bezweckt hat, nämlich im Gespräch zu bleiben. Nachdem er den Stoffwechsel von dem Taxifahrer vom Hemd abgerissen hat, hat er ja immer die Stoffwechsel mit dem Brief, damit die auch wussten, dass es das auch Zodiac ist, eine Zeitung geschickt. Und da das mit dem Taxifahrer vor der Sendung passiert ist, gehört die Sendung dazu, wieder im Gespräch zu bleiben und Aufbau einer Figur. Weil Zodiac hat dann irgendwie keinen mehr umgebracht. Ich weiß nicht warum, vielleicht war er beruflich eingespannt, vielleicht konnte er nicht mehr, weiß ich auch nicht. Jedenfalls musste er diese Lücke, nicht im Gespräch sein zu können, mit den Morden irgendwie ausfüllen. Das hat er dann mit dem Stoff des Taxifahrers, der Fernsehsendung und all den Dingen getan, mit denen er Aufmerksamkeit erregt hat.